Herzlich willkommen zurück hier bei Craft the World. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen um die Innendeko gekümmert. Ich muss hier erst allerdings mal, glaube ich, ein bisschen was bei den Wänden wieder richtig stellen, damit es nicht ganz so kunterbunt zusammengewürfelt aussieht. Was haben wir... Ihr sollt da nichts weggraben. So, was haben wir sonst noch so gemacht? Ich habe mich beim letzten Mal wieder zweimal über den Techbaum hier wie sagt man das denn? Ich habe halt einfach den Tech-Tree weiter ausgebaut. Und recht viel mehr konnte ich nicht machen, da unsere... Du sollst keine Holzwand bauen. Da unsere Zwerge sich weigern, manche Aufgaben zu übernehmen. Zum Beispiel, schauen wir mal, wie es hier links in unserem Schacht steht. Oh, jetzt tut sich da endlich mal was. Das ist doch fein. Und es ist auch sehr gut, denn hier gibt's... Zumindest gibt's hier haufenweise Kohle und Eisenerz, was wir beides brauchen. Ich stelle hier mal ein kleines Gerüstchen auf. Und auf der Seite auch gleich noch eins. Dann könnt ihr euch ja darum kümmern. Ja, und irgendwann müssen wir die Ameisenplagen hier mal in den Griff kriegen. Das wäre auch noch schön. Wo werde ich denn angegriffen? Ach, da war so ein kleiner Zombie. Der ist ja relativ egal, würde ich sagen. So. Interessant, dass das hier weiterhin nicht Teil des Hauses ist, was ich echt unfair finde. Aber ja, was soll, solange die Zwerge irgendwo schlafen können, hier zum Beispiel, ist mir das ganz recht. Ist dann eben nur doof, dass das hier alles nicht zur Ausrüstung des Hauses gehört und deswegen der Komfort nicht wirklich ansteigen wird. Aber was soll's? Was soll's? Ich frage mich ja, wo das hier mit Craft the World weiter hinführen soll. Denn, ganz ehrlich, ich weiß es einfach noch nicht genau, wie lange ich dieses Spiel weiterspielen werde. Zurzeit ist es ja noch... Warte mal, jetzt sind gerade so viele von euch hier. Könnt ihr da nicht das hier wegmachen? Nee? Okay. Dann besser nicht. Gut, wir müssten hier Steinstatuen bauen. Das ist super. Weil dafür brauchen wir Schwerter. Oder andere nette Sachen, die ich nicht unbedingt ausgeben möchte. Und wir brauchen vor allem auch Stein. Um Stein kann ich mich aber auf alle Fälle kümmern. Denn dafür haben wir ja hier drüben unsere Steinmine. Oh, hier ist ein Kochbuch. Nice. Ich mache hier mal ein Portal hin. Dann könnt ihr einen Huhn töten, wenn ihr schon dabei seid. Und dann bauen wir hier mal ordentlich Stein wieder ab. Und hier haben wir so viel Stein. Ja, genau. So macht man das. So sollt ihr fleißig sein. Hier ist noch ein Schaf, zum könnt ihr auch gleich umbringen, bitte. So, was ich auf alle Fälle mal wieder brauche, sind ein paar hölzerne Gerüste. Wo finde ich die denn nochmal gleich? Hier. Das heißt, da brauchen wir einmal Holz, zweimal Holz und ein paar Bretter. So viele kann ich mir dann eh nicht leisten. Und dann stellt ihr danach gleich noch Bretter her, bitte. So. Und hier machen wir wieder 20 Stück oder sowas in die Richtung. Ganz genau. So, und hier wird fleißig gewerkt. Ein Müllereibuch. Auch gut. Achso, durch das Portal könnt ihr jetzt nicht mehr gehen. Auch gut, dann latscht ihr eben zu Fuß zurück. So weit ist der Weg hier auch nicht. So. Und ich habe immerhin extra eine Brücke gebaut. Apropos, hier könnte mal wieder jemand fischen, wenn jemand Zeit hat. Und ein paar nette Fischchen fangen. So, jetzt muss ich aber wirklich mal aufräumen, glaube ich. Ich meine, hier unten definitiv noch nicht. Aber ich weiß nicht, hier zum Beispiel könnte ja auch noch was sein. Oder ich halte mich wirklich nach links und räume da mal die Ameisen auf. Ich meine, ist zwar ein ganzer Arsch voll Ameisen, aber was soll man machen?
So, hier wurde halbherzig weiter Eisenerz abgebaut. Kohle gibt es hier auch massig. Ja, aber dann ist die Welt auch schon wieder zu Ende. Das heißt, ich werde wahrscheinlich bald Schwierigkeiten haben, Eisenerz zu finden. Ich möchte mich jetzt mal hier nach unten graben. Nach Möglichkeit. Vielleicht sieht man dann ja noch irgendwas. Beziehungsweise könnt ihr das auch hier machen. So. Nee, ich wollte nicht zur Ausrüstung, ich wollte zum Lager. Was haben wir denn noch für nette Sachen, die wir herstellen könnten? Hier einen hübschen Stoffsessel, einen Wandteppich, WTF. Oder hier dieses Banner sieht schick aus, aber da brauchen wir Garn und Stoff dazu. Und für Garn brauchen wir Wolle. Hätten wir ja jetzt sogar Wolle und Bretter. Okay, kriegen wir 3 Stück Garn raus, das ist nicht so viel. Und für Stoff brauchen wir auch Wolle. Auch Wolle und Farbe. So, na gut, dann basteln wir aber jetzt Banner. Das Garn haben wir hier, den Stoff haben wir hier. Und Holz. Holz ist ja nach wie vor kein Problem. So, ich mache gleich mal 3 Stück. Die werde ich dann hübsch in unserer Burg aufhängen. Die passen ja ganz gut hier zu diesen Totenkopfbannern hin oder so in die Richtung. Oder hier oben als Deko. Hier ist überhaupt noch der falsche Wandbelag im Übrigen. So, die bringen jetzt den ganzen Stein mit nach Hause. Das ist fein so. Gut, hier werden die Banner hergestellt. Ja, schön langsam. Muss ich ja sagen, ich meine, es ist jetzt immer so das Gleiche, was wir machen. Und es gibt noch so viel, dass man hier basteln kann und muss. Aber trotzdem, so richtig überzeugt bin ich dabei noch nicht, dass ich das jetzt hier noch so lange weiterspielen werde. So. Ah, das hier könnten wir machen. Das geht auch auf alle Fälle, denn wir haben dieses Relief. Aber wir haben nur noch einmal Wasser. Was zur Hölle? Machen wir noch halt mal einen Springbrunnen. Aber gut, dass ihr mir das sagt. Dann schicke ich mal ein paar Leute Wasser sammeln und... Ey, bleibst du mal stehen? Schaf. Wieso bleibt dieses Schaf nicht stehen? Das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Was ist mit dem Schaf? Na komm, ich hatte es doch gerade. Danke, sehr schön. Ach so, der kommt sowieso schon darüber geschwommen. Auch gut. So, das Schaf haben wir jetzt ebenfalls. Ich wollte Wasser haben. Ah ja, und da ist noch ein Schaf. Nice. Sammle Wasser, sammle Wasser, sammle Wasser. Sammle Wasser. Holzfällen könnt ihr auch und Büsche. Und auch hier vor der Tür kann das alles mal weg. Und hier Wasser sammeln. Und hier habt ihr ganz viel Wasser zum Sammeln. So, damit sollte das Wasser dann auch behoben sein. Wo sollen wir denn mal einen hübschen Springbrunnen aufstellen, Leute? Hier so einfach vor die Tür. Und ein Kletterbuch. So, unsere Banner haben wir ebenfalls schon. Die hänge ich da so über die Betten. Sieht sicherlich auch ganz hübsch aus. So, da kommen schon ein paar dunkle Gesellen, aber hey, die sind mir relativ egal. So, was können wir denn sonst noch machen? Hier eine Gargülenstatue, da braucht man nur Stein. Okay. So, das war jetzt ganz schön viel, aber, also, 20 Gargülenstatuen, aber ich möchte diese da waren Stoneworks hier fertig kriegen. Und das bedeutet, ich mache dann auch noch hier mal ein Portal hin und lasse den kompletten Berg abgraben. Ein Schreinerhandbuch. So, da habt ihr dann auch wieder genug zu tun, wenn ihr wollt, Jungs. Aber zurzeit haben sie genügend Sachen, die sie aufheben müssen. Ich habe ihnen ja ganz gut was zu tun gegeben.
Also ich hätte mir dieses Banner hübscher vorgestellt, aber die kann man ändern, oder? Ah ja. Okay. Dann kriegst du hier dieses Grüne. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Schön abwechslungsreich. Was ich halt jetzt mit diesen ganzen Gargülen-Statuen mache, weiß ich jetzt auch noch nicht. So. Hier, Farming müssen wir ebenfalls noch abschließen, aber ich kann jetzt nicht noch mehr Siebe... Obwohl doch, ich kann noch mehr Siebe bauen. Das bisschen... So. Ich hoffe, das passt dann. Oh, Goblin-Überfall. Alle Mann zum Angriff. Hier geht's ja zu. Alter Vater. Das ist aber ein ganzer Arsch voll Goblins. Oh oh. Ja, wo ist mein Bett? Das, hier unten, aber das doofe Haus möchte nicht, dass das auch Betten sind. Aber warte, da gab's doch mal einen Trick, nämlich, Tür, wo bist du? Da gab's doch den Trick, wenn das Haus nicht mehr erkannt wird, dass man dann einfach die Tür neu setzt. So, schauen wir mal, ob es... Ja, dein Bett wäre hier. Aber anscheinend... Okay, wenn das nichts nutzt. So, und jetzt könnt ihr das Lager auch noch bitte fertig machen, bevor die nächsten Goblins hier ankommen. Keine Ahnung, warum das jetzt hier nicht erkannt wird als... Ja, als neues Lager. So, das ist jetzt auch den Erdboden gleich gemacht. So muss das... So, das Portal. Neue Technologie, Farming. Haben wir das jetzt ebenfalls geschafft? Jetzt können wir Advanced Cooking machen. Steinerner Herd. Brauchen wir zwei Steinwälle, die haben wir gerade noch. Einen Kessel. Ach, fuck you. Sorry for that. Wo war denn das jetzt wieder? Wo war die Küche? Werkstatt, Schmiede. Wo war die Küche? Hier, steinerner Herd. So, eins nach dem anderen nochmal. Kohle haben wir. Stein haben wir nur zwei, aber es reicht gerade so. Gerade mal so. Eisenerz haben wir wieder ein bisschen noch vor. Das heißt, wir könnten dann Stahl produzieren und dann endlich mal wieder richtige Waffen machen. So. Und unsere hübschen steinernen Gargülen. Oder wir haben auch hier so hübsche andere Statuen, aber die brauchen wir alle nicht wirklich. So, und ja, Advanced Cooking. Erstmal den Herd und dann können wir Brot und Apfelkuchen backen, aber das sind alles Sachen, wo man Mehl dazu braucht. Und ich habe hier auf der ganzen Karte noch kein Getreide gesehen, das wir züchten könnten. That's the main problem here. Schau mich nochmal um. Aber, nee, ich sehe hier kein Getreide. Und hier im Shop kann ich Getreide kaufen, ja, aber Weizenhalme. Hm. Naja, lassen wir es. Werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ja, wo ist dein Bett? Hier. Hier sind die ganzen Betten. Hab nur keine Ahnung, wieso das nicht mehr akzeptiert wird. Und ich will jetzt nicht nochmal irgendwas bauen. Man könnte ich natürlich. Ich hätte ja noch genügend Sachen. Ich könnte zum Beispiel hier noch das Haus irgendwie erweitern. So. Können wir ja mal machen. So aus Spaß einmal das Haus erweitern.
Ja. Sonst wüsste ich eh nicht, was ich meinen Zwergen hier zu tun geben sollte. Das sieht doch schon ganz gut aus dann. So, dann müssten wir nur hier oben ebenfalls noch Holzwände machen. Ja, ich weiß schon, dass ihr da nicht hinkommt. Keine Sorge. Deswegen baue ich ja auch Gerüste hin. Ich kümmere mich doch eh so gut um euch, ihr Lieben. Ersetze Wurzeln. Also, wieso glaubst du, dass du da oben nicht hinkommst, ha? Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen Holz für die ganze Sache. Wenn wir das alles auch wieder mit Holz auskleiden wollen. Denn da brauchen wir ordentlich viele Holzbretter. Um die kümmere ich mich jetzt gleich mal. Holz, Holz, Holzwand. Ach Gott, nicht so. Holzwand brauchen wir nur 4x Wood. So, machen wir mal so, so um die 50. Ja, nicht möglich, hier Holzwand zu bauen. Dann fällt doch mal die Bäume hier, Leute. Kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt ist das mal weg. Und jetzt können wir hier alles schön zubasteln. So, hier alles noch zugemacht. Und dann kümmern wir uns auch um, dass da neue Betten reinkommen. Ich kann ja hier auch noch, noch ein Stockwerk nach oben machen, dann ist das hier unten eben nur zur reinen Deko. Andererseits, dann kann ich ja die Betten schon mal abbauen hier. So. Dann sieht das aber auch ein bisschen strange aus, was ich jetzt hier mache. Naja, was soll's. Hab schon Schlimmeres erlebt. So, und das hier noch bitte. Dann wird das hier so eine Wand. Okay, da brauchst du wieder ein Gerüst, damit du rankommst. Ist ja kein Problem. Kann ich euch ja organisieren. So, dann brauchen wir noch eine Tür. Dann könnt ihr die Tür entfernen, bitte. Dankeschön, das ging schnell mit dem Tür entfernen. Ja, ich weiß, dass da ein Loch ist, keine Sorge. Dann brauchen wir noch hier was und dann brauchen wir noch... Ich meine, ich stelle jetzt hier mal Gerüste hin, wo eigentlich dann Leitern hinkommen sollen. Da brauchen wir noch was. Und hier eine Tür. So. Machen wir hier einen netten Innenausbau. Das könnt ihr gleich noch entfernen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, dann brauchen wir hier oben noch Holzwände und dann brauchen wir natürlich auch noch Dächer, wenn wir das fertig haben. So, ein Dach, ein Dach, ein Dach. Nee, verkehrter. So, ein Dach. Oder soll ich Turmspitzen bauen? Nee, machen wir nicht. Ich bleibe bei meinem hübschen Blätterdach. Oder soll ich Schindeldach machen? Da bräuchten wir Ton dafür. Nee, Blätterdach passt viel mehr. Denn da brauchen wir auch nur Blätter und Holz. 1, 2, 3, so. Mehr werden wir nicht brauchen an Blätterdach. Und bevor ich es vergesse, kann ich dann hier schon mal jemand den Ofen hinstellen. Denn, ja, wenn die Betten dann hier oben stehen werden... Schon wieder der falsche Reiter hier. Wo sind die Komfortbetten? Da.
lege ich mir auch gleich hier unten hin. Weil dann kann ich hier ein paar... Ja, ja, schlafen nur in Betten, die sich in dem Unterschlupf befinden. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. So, aber ich würde sagen, wir machen das Haus dann im nächsten Part fertig. Das war's hier mal von Craft the World. Macht's gut, bis bald, euer Chris.